Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Heute gibt es wie versprochen meine Meinung zu Modern Warfare, weil ich es ja jetzt endlich gezockt habe. Ich habe im Übrigen auch in der Alpha das erste Mal gezockt. Ich war auf keinem Event vorher. Ich war dieses Jahr, by the way, auch nicht auf der Gamescom. Ich war zwar in Köln, habe da aber was anderes gemacht. Hatte ein paar geschäftliche Termine außerhalb, aber es hat dann auch was mit Gaming zu tun, das kann ich schon mal sagen. Eins davon werde ich auch gleich ansprechen. Auf jeden Fall war es das erste Mal, dass ich das Game überhaupt gespielt habe jetzt, vor ein paar Tagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt warte mit meiner Meinung. Genau. Ganz kurz bevor es losgeht, eine wichtige Sache. Und zwar trage ich hier gerade das neue Astro A50. Es ist wirklich ein ultra krankes Headset. Ihr wisst ja, ich bin schon jetzt länger Astro-Partner. Im Übrigen ein richtig geiler Partner, weil ich mir das seit Jahren gewünscht habe. Und ich habe die letzten drei Jahre immer ein A40, also mit Kabel gehabt. Aber das neue A50 hat so viele neue Vorteile. Deswegen check auf jeden Fall mal über meinen Link in der Beschreibung das A50 ab. Ich werde auch hier nochmal ein Bild mit der Ladestation einblenden. Das Ding ist halt einfach zu krass. Du lädst es mittlerweile mit Magneten. Du steckst es also nur noch in diese Station. Du kannst es aber auch mit Kabel laden, falls du es auf dem Kopf behalten willst. Du hast einfach so ein leichtes Tragegefühl und so. Und ich bin deswegen jetzt nach drei Jahren wieder auf ein kabelloses umgestiegen, wo ich die ganze Zeit das A40 TR hatte. Kleine Fun Fact zum Thema Astro. Auf der Gamescom waren wir auch auf einem Astro-Event, also zusammen mit Anton, der ist ja Astro-Partner. Und da war ich noch mit Aimbrot und mit Raptor. Und wir haben da halt einfach Minigolf gespielt und es war natürlich wieder komplett competitive. Wir waren 10 Leute, haben natürlich komplett getryhardet. Anton hat das Ganze gewonnen vor Sonny. Sonny war auf dem zweiten Platz einfach von allen. Ich war auf dem dritten Platz von allen, von den 10. Aber es war zu krass, man. Sonny hat einfach komplett rasiert. Sie kann sowas einfach so gut, man. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ein richtig lustiges Event. Dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken. Danach waren wir noch essen, aber da mussten wir leider los. Aber war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Genau, so, apropos. Die Alpha würde ich so... Achso, ich habe noch gar nicht zum Gameplay im Hintergrund gesagt, fällt mir gerade auf. Im Hintergrund haben wir ein richtig geiles Gameplay gegen zwei deutsche Tryhards. Ihr seht die Gamertags, ich glaube, da muss man auch nicht mehr viel sagen. Und es geht bis Round 11, komplette Spannung. Gönnt euch auf jeden Fall das Ding. Ist richtig, richtig lustig geworden. Mit Anton natürlich gemeinsam. Im Übrigen sind wir uns ziemlich sicher, dass es ein Skill-Based Matchmaking auch schon in der Alpha gab. Das Ganze liegt einfach daran, dass man nach, also wir standen ungefähr nach 30 Maps so 28-2, also 28 Spiele gewonnen, 2 verloren. Und wir hatten halt ab der 20. Runde, wo wir gewonnen haben, quasi so gute Gegner. Und irgendwann waren wir auch schon an so einem Punkt, wo wir richtig gute Competitive-Spieler auch schon hatten, die ich aus dem deutschen Raum zum Beispiel auch schon kenne. Dementsprechend fand ich schon ziemlich krass und hätte ich nicht mit gerechnet, dass es das schon in der Alpha gibt. Aber dass der Modus natürlich so ein Skill-Based Matchmaking haben wird, war ja klar, weil der 2 gegen 2 Modus natürlich ein Competitive-Modus ist. Und auch extrem viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Man muss natürlich direkt dazu sagen, es ist natürlich kein richtiger Eindruck vom Multiplayer, weil 2 gegen 2 sich natürlich komplett anders spielt. Man muss so vorsichtig spielen, man hat halt immer nur ein Leben, man respawnt nicht. Dementsprechend ist es natürlich nicht wie der richtige Multiplayer. Es gibt keine Streaks bisher etc. Aber man hat das Gun-Feeling und so schon mal gefühlt. Aber bevor ich dazu komme, fange ich erstmal mit den negativen Sachen an, damit wir das Video mit etwas Positivem beenden, habe ich mir heute so überlegt, damit man jetzt nicht quasi die ganze Zeit nur sagt, was man scheiße findet und dann wieder gut und am Ende ist dann nachher noch ein schlechter Punkt und dementsprechend machen wir das Ganze so. Also, negativ finde ich den Recoil der Waffen, aber es ist natürlich nur bedingt negativ. Es ist negativ, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es immer noch ein Call of Duty Spiel ist und dass wir einfach Recoil quasi nie kannten und dementsprechend ist es natürlich etwas Neues einfach und neu heißt nicht immer negativ, das will ich auf jeden Fall schon mal sagen, aber es hat sich natürlich sehr ungewohnt angefühlt, wie krank der Recoil teilweise war. Im Gegensatz ist natürlich die Drop-Time extrem schnell, also muss man gar nicht so lange drauf bleiben, man hat wieder 100 Leben und so und deswegen wird das schon so passen. Kein Suchtfaktor habe ich mir aufgeschrieben, das ging natürlich jetzt nur für die Alpha bisher, weil ich habe einen Tag irgendwie 8 Stunden gespielt, okay gut, man könnte sagen, das ist Suchten, aber die Alpha war 3,5 Tage online und ich habe nur einen Tag gespielt, weil man hatte halt alle Maps schon schnell durch, man hat alles schon gewonnen, man hat alle Waffen, man wusste, welche Waffen gut sind, zum Beispiel die Desert Eagle, geisteskrank, geile Waffen, man hat so Spaß damit zu spielen und diese LMGs sind so geisteskrank overpowered. Das war so ein kleiner Punkt und der größte Negativpunkt ist, dass es auch im 2 gegen 2 Modus keine Minimap gibt. Ich finde, also ich wusste nie, wo Anton sich gerade befindet, wo er gerade läuft und das hat einfach so einen Unterschied in der Spielweise gemacht. Klar muss man da Call-outen mehr und so, aber unterm Strich hätte ich mir da schon eine Minimap gewünscht, die ja auch im normalen Multiplayer nicht dauerhaft ist, sondern die man mit diesem persönlichen Radar und mit der Drohne dann später reinruft.
Ja, ich würde sagen, wir kriegen ja die richtige Beta in 2,5 Wochen und dann gucken wir uns mal genau an, was da Sache ist quasi. Jetzt kommen die positiven Sachen und die überwiegen nämlich. Und zwar finde ich, es ist immer noch ein COD. Es fühlt sich immer noch an wie ein COD, nur dass halt der Recoil ein bisschen anders ist. Aber ich hatte voll Angst am Anfang, weil in den Trailern benutzen sie immer diese Bewegungsunschärfe. Das kann man zum Glück, wie bei Infinite Warfare damals schon im Menü ausschalten. Das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, das zu tun, weil es sieht viel besser aus, das Spiel, wenn man das ausschaltet. Und dann sieht es auch direkt wieder mehr aus wie COD. Da rein spielt auch das Movement-System. Also sobald du läufst, hast du das Gefühl, dass du COD spielst. Auch die Sensitivität mit dem Stick fühlt sich an wie COD. Und das sind einfach für mich die wichtigsten Punkte. Da ist der Recoil dann am Ende des Tages auch scheißegal. Also ist aber halt so ein Punkt, über den ich gerne jetzt gesprochen habe, weil es mir einfach wichtig war. Genau, man slidet, man kann dropshotten und so theoretisch. Man kann immer noch scuffjumpen. Dementsprechend fühlt sich das alles noch an wie ein COD. Es macht extrem Bock auf mehr. Das ist einer meiner wichtigsten Punkte. Es macht extrem Bock, sich vorzustellen, dass es bald die Beta kommt und dass wir bald auch mit Streaks ballern und so. Und ich glaube, wir wissen ja noch gar nicht quasi, wie diese großen Modi sich anfühlen werden. Es wird ja viel mehr als 9 gegen 9 geben. Das war damals das Größte bei Bodenkrieg oder halt 6 gegen 6. Und jetzt haben wir halt gigantische Runden. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich eh wieder 6 gegen 6 zocken, weil es einfach unsere Bestimmung ist, unsere Leidenschaft. Aber Leute, es macht Lust auf mehr, Freunde. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Dann ist der Gun-Sound komplett krass. Also, ich bin eigentlich nie so der Sound-addicted-Typ, aber es ist schon geisteskrank, wie geil sich der Waffensound einfach anhört, wie heftig das einfach im Ohr ballert. Und das gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Muss man auf jeden Fall als positiven Punkt sehen. Und der größte positive Punkt für mich ist, dass man diesen frischen Wind gespürt hat. Man hat gespürt, dass sich Call of Duty zum ersten Mal zwar noch wie Call of Duty, aber im Grunde genommen doch anders anfühlt. Und das ist einfach so der krasseste Punkt für mich. Und deswegen bin ich einfach mal extremst gespannt, wie das Ganze wird. Habt ihr die Alpha gezockt? Wie fandet ihr? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Hat es sich für euch wie Call of Duty angefühlt? Wenn ja, dann lasst mich auf jeden Fall wissen, inwiefern. Hat mir mal wieder Spaß gemacht, einfach ein nachkommentiertes Video zu machen. Zu so einem Thema habe ich, glaube ich, seit 4 Jahren nicht mehr gemacht, so gefühlt. Wenn ihr euch mehr nachkommentierte Videos wünscht, dann schreibt mir Themen in die Kommentare, über die ich mal sprechen soll. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich würde sagen, das Gameplay neigt sich jetzt auch schon dem Ende zu. Grundsätzlich ist meine Meinung von der Alpha sehr positiv. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.